Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Gothic 2, wo wir uns immer noch auf dem Weidenplateau befinden und ganz schön im Kampf gegen jede Menge Lurker failen. Ich bräuchte dringend mal Heilung, aber mir ist aufgefallen, ich habe ja noch hier so Zauberschriftrollen mit leichte Wunden heilen, die zwar 25 wert sind, aber wenn ich die verkaufe, kriege ich da vielleicht 4 Goldmünzen für, 8 Goldmünzen oder sowas. Deswegen finde ich, kann ich die auch einfach mal benutzen. Da habe ich, glaube ich, mehr von. Und die heilen immerhin 200, das ist, glaube ich, mehr als wir aushalten. Und Mana haben wir ja so ein bisschen. Deswegen ist das, glaube ich, ganz okay. Und dann geht's weiter gegen die Lurker. Gegen die Lurker-Plage. Komm her, Mistlurker. Ach, nichts. Naja, besser laufen tut das immer noch nicht. Tut mir leid. So, wenn wir schon mal hier sind. Ich glaube, bei den Wasserfällen sollte auch noch irgendwie so ein vergrabener Schatz von Captain Greg sein. Deswegen gucke ich mich hier mal kurz um. Heilpflanzen. Heilpflanzen, Heilpflanzen. Feldblüterich. Heilpflanze. Zwei Lurker. Das geht nicht gut aus. Da hinten ist auch ein Dings. Nur Waffe! Ich hab auch nicht irgendwie den gegen die Wand drücken und dann kaputt hauen. Und sein Kollege kommt. Ja, ist klar. Ja. Alter, was haben die für eine hohe Reichweite? Das ist. Ich finde die nicht lustig, die Jungs. Haben nur so ein paar Klauen in der Hand, aber haben eine total übertriebene Reichweite damit. Der die schon Schaden machen. Na, komm her, Mietz. Ach, Waffe. Da ist nichts zu. Bis zum Ende lief das fast gut, aber dann habe ich es doch wieder gefailt. Jetzt haben wir da Scavenger. So. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Was haben wir denn hier? Ein Schrein? Ja, ich habe ja 120 Gold, da kann ich ja wieder Innos 100 spenden. Innos! Danke, Innos. Ich brauche zwar keine Geschicklichkeit, aber ich nehm's. Warum auch nicht? Vielleicht will ich ja mal irgendwie mit dem Bogen schießen oder so. Weiß ich ja nicht. So. So, diesmal die Blöcke bitte aber einzeln. Und nicht wieder zusammen, das war, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Komm her. So, Freundchen. Ja, ist klar. Na gut, das mit den Schrifträumen nutzen, das ist, glaube ich, auch nur eine relativ kurzfristige Lösung.
Langfristig brauche ich wieder irgendwie mehr Heilzeug. Oder irgendwas anderes. Oder ich muss einfach nicht so schlecht kämpfen gegen die Lurker. Das wäre natürlich auch eine Option, aber irgendwie schaffe ich das nicht. Na komm her. So, jetzt hier mal den Krams wieder buddeln. Dann fehlt uns, glaube ich, nur noch eine Stelle, wo was vergraben ist. Es gab ja hier oben auf dem Weidenplateau, meinte er, es gäbe zwei. Dann war es unten bei dem Wasserfall. Und dann irgendwie in dieser kleinen, in diesem kleinen Zwischenebene zwischen dem Plateau und der normalen Höhe soll es auch noch irgendwie was geben. Da, wo wir eben von Bauer Benger gehört haben, dass da wahrscheinlich die Banditen hausen. Das ist ja auch toll für uns. Können wir gleich wieder unsere überragenden Kampfskills demonstrieren gegen einen Haufen wilder Banditen. Gut. Durch Feuernessel. Könnte mir eigentlich mal helfen, Jungs, aber ich schätze, ihr müsst hier auf den Pass aufpassen und sowas und Leute begraben, wie es aussieht. Hier ist eine Pfanne. Geht das hier vielleicht schneller mit dem Braten? Ja. Oh, Deluxe! Nicht schlecht, gut. Jetzt habe ich wieder, naja, 31 Fleisch, das reicht nicht so viel. Aber, naja. So. Reden wir mal mit dem Menschen hier. Mit Garn. Was machst du eigentlich hier? Das ist ziemlich geräumig hier oben. Ziemlich weitläufig, euer Land hier oben. Ist ganz nett. Aber wenn du durch den Pass da hinten gehst, dann wirst du das nicht mehr denken. Wenn dich dieser kleine Landstrich hier schon beeindruckt, dann wird es das Minental dahinter erst recht. Ja, ich war noch nie im Minental. Und weil ich da noch nie war, würde mich mal interessieren. Was muss ich über das Minental wissen? Keine Ahnung. Ich habe nur einmal einen flüchtigen Blick über das Tal geworfen. Sah ziemlich gefährlich aus. Am besten, du entfernst dich nicht allzu weit von den Trampelpfaden, wenn du durch den Pass dort hinten gehst. Entweder du nimmst den Weg durch die große Schlucht oder den Weg über die Steinbrücke. Der ist kürzer und ungefährlicher. Jetzt, da die Orks überall herumstreuen, sollte man sich schon ein wenig vorsehen. Ich will dich ja nicht zur Kräuterhexe schleppen müssen. Welche Kräuterhexe meinst du denn? Kräuterhexe? Ihr Name ist Sagitta. Sie ist die Heilerin der Bauern und der anderen Bewohner außerhalb der Hafenstadt. Ein recht seltsames Frauenzimmer. Niemand geht wirklich gerne zu ihr und alle zerreißen sich gerne das Maul über sie. Aber wenn du krank bist, findest du keine bessere Hilfe als Sagitta und ihre Heilkräuterküche. Du findest sie in dem Waldstreifen hinter Sekops Hof. Okay. Du siehst so aus wie ein Jäger mit deinem großen Bogen, deswegen frage ich mich... Was macht die Jagd? Das letzte Tier, das ich erlegen konnte, war eine große Ratte. Nicht sehr ermutigend und schlecht fürs Geschäft. Seit ein paar Tagen streift so ein schnaubendes Tier in der Gegend herum. Es tötet nicht nur alles, was sich bewegt. Es stört mich auch bei meiner Arbeit. Und was ist das für ein gefährliches Tier und vor allem... Wie sieht dieses gefährliche Tier aus? Ich weiß es nicht genau. Ich habe es bisher nur hauptsächlich schnauben und kratzen hören. Aber ich habe gesehen, was es anrichten kann. Selbst Wölfe sind vor ihm nicht sicher. Einem hat das Biest sogar den Kopf abgebissen. Ja. Hast du denn auch eine Idee, was dieses Mistvieh hier macht und vor allem... Woher kommt dieses Mistvieh? Irgendwo aus den Wäldern. Vielleicht auch aus dem Minental. Aber genau weiß ich das nicht. Ich war noch nie im Minental. Das hast du mir schon mal erzählt. Dass du noch nie im Minental warst. Mal angenommen, ich würde das Tier für dich erlegen und dann könntest du wieder arbeiten. Was würdest du zahlen, wenn ich das Tier für dich erledige?
Ich würde demjenigen, der es tötet, alles geben, was ich entbehren kann. 30 Goldstücke. Okay. Und wer bist du überhaupt? Wer bist du? Mein Name ist Garn. Ich bin Jäger und arbeite für Bengar, den Bauern hier auf dem Weidenplateau. Ich bin meistens hier draußen und lass mir die Sonne auf den Bauch scheinen. Okay, dann Wiedersehen. Geht er jetzt hin? Willst du noch nicht irgendwelche Viecher umbringen, Mietz? Das fände ich aber nicht nett. So, ich war letztes Mal hier hinten. Also letztes Mal, bevor ich hier rübergegangen bin zu den Paladinen. Um mal zu schauen, was es da gibt und diese tolle Bratpfanne gefunden habe. Die Schnellbratpfanne nenne ich sie jetzt. Gibt's hier denn noch was, außer die Bauern? Ne, sieht nicht so aus. Vielleicht wenigstens ein paar Pflänzchen? Pflänzchen. Ne, sieht nicht so aus, ob es hier Pflänzchen gibt. Da hinten vielleicht ein Baumstumpf? Ne? Oh, hier gibt's diese Treppe nach unten. Da, wo die Räuber herkommen. Die Banditen. Das dreckige Banditenpack. Gut, schau ich mal, was hier noch los ist. Das ist auf jeden Fall ein Pflänzchen, ein Blauflido. Und hier noch was. Oh, Feldnöteriche, die nehme ich mit. Kein Ding. Ah, Garn, rührst mir die Keile um. Ich sehe das doch. Also, du stirbst nicht gegen die Keile. Nein. Doch, ein Mist, meinst? Viel weniger. Gut. Schnaubender Drachensnapper. Ja, ich glaube, um das Problem kümmere ich mich später. Damit meine ich sehr viel später. Weil ich glaube nicht, dass ich viele Chancen gegen normale Snapper habe. Einzeln vielleicht im Moment, aber gegen einen Drachensnapper. Nee. Just not. Na gut, es wird schon langsam wieder dunkel, habe ich den Eindruck. Ja. Vielleicht schaffe ich es ja noch, die Banditen hier unten umzubringen und dann irgendwo bei Onas Hof zu schlafen oder so. Was haben wir hier denn? Snapper. Sieht mir nach relativ friedlich grasenden Snappern aus. Gut. Ja, ich will euch eigentlich nichts tun, aber... Ich habe keine Schaden. Das ist niedlich. Macht so nicht, okay. Das war hier der Anfängerfehler schlechthin, ja. Irgendwas fast tothaut und es dann nicht ganz umbringen. Weil das Problem ist, egal wie viel Lebensmittel das noch hat, das Ding macht immer noch Schaden, ja. Deswegen kann schon auf das nächste hauen, bloß weil er irgendwann mal kurz näher dran war. Ist nicht so gut, weil da habe ich nichts von. Drachenwurzel, schön, Dunkelpilz. Und da hinten sind die Banditen, ich sehe es genau. So ist es halt einfach unnötig, wenn man so viele Lebenspunkte verliert gegen Snapper, gegen Scavenger, die eigentlich gar nicht mehr so gefährlich für mich sein sollten, aber ich einfach mich da manchmal ein bisschen dumm anstelle, wenn da mehr als einer ist. Muss ich dich lieber einzeln rausziehen, dann passiert nicht so viel, hoffentlich. Na komm schon. So, einer noch, komm, Mietz. Hier gibt's was aus Fiesbett. So. Und jetzt die Banditen, ich schätze mal, dafür brauche ich eine Heilung. Da ist nichts zu holen. Eine komplette Heilung. Da ist nichts zu holen.
Habe ich eigentlich noch Offensivzauber? Ich glaube, ich habe nur noch Feuerpfeile und ich habe auch noch einen Feuerball, okay. Vielleicht kann ich ja wenigstens einen davon vorher rösten. Aber habe ich überhaupt noch genug Mana? Ich habe noch 7, naja. Aber es gibt ja Blauflieder. Ich mag Blauflieder, weil die bringen 5 Mana wieder. Reimt sich. So. Jetzt den Rest genehme ich mir ein bisschen Fleisch, glaube ich. Leider macht ein Fleisch nicht irgendwie stärker, wenn man viel davon isst. Das Einzige, was einen Stärke bringt, wenn man viel davon isst, sind die Äpfel, falls sich mal gefragt hat, warum ich ständig Äpfel gekauft habe, wenn ich die gesehen habe irgendwo. Aber wenn man da 25 von isst, dann kriegt man einen Stärkepunkt. Das ist nicht viel natürlich, aber man nimmt alles, was man kriegen kann. So, Feuerball. Nehmen wir mal auf die Banditen los, würde ich sagen. Und wer möchte denn von euch zuerst sterben, Kinder? Ich glaube, dass ich euch einzeln rauskriege, oder? Ich kann es ja mal versuchen, ob ich die irgendwie einzeln auspullen kann, gewissermaßen. Oder ob die alle auf mich losgehen, sobald ich dann in die Nähe gehe. Jetzt bist du dran. Ja, die gehen alle auf mich los. Gut, haben wir das geklärt? Huch, irgendwer schießt auf mich, aber trifft nicht ganz. Ja, gegen die Wand gedreht drin lassen. Ja. Das war nicht so intelligent. Ja, das ist. Ja. Das war's für dich, Penner. Na gut, dann von vornherein drauf, würde ich sagen. Die eh alle auf mich losgehen. Dann auf dich, Freundchen. Jetzt geht's zur Sache. Na komm, ich will den umbringen. Nein! Jetzt brauche ich einmal ein bisschen Schaden noch dazu und dann kriege ich es nicht. Komm, das liegt immer noch. Jetzt wird er verarschen. Ja. Das hast du verdient, Mistkerl. Alter. Brauchen wir einmal diesen einen Treffer, wo man mal Bonusschaden macht, damit das Ding umfällt. Und dann liegt noch irgendwie ein paar Lebenspunkte oder sowas. Und wieso hat das so wenig Schaden angerichtet? Das gibt's doch gar nicht. Hallo, Schwert ziehen. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen weg. Also ich muss Platz zum Ausweichen hinten haben, bevor ich da gegen die Wand gehe. Ah, fängt mir mein Rücken. Nein! Fuck! Ah! Fällt mir jemand eiskalt in den Rücken? Wer war das? Jetzt bist du dran. 4, ne? Ey, das ist ein bisschen übertrieben. Ich stand mit dem Rücken genau zu dieser Treppe und ich krieg's nicht auf die Reihe da hoch. Ugh!
Das war's für dich, Penner. Mann, ich muss doch irgendwie diese scheiß Banditen mal auf die mal kaputt kriegen können. Jetzt bist du dran. Na, folgt mir jemand? Hallo? Schießt alle mit Pfeilen, oder? Ihr seid ja auch Local Heroes. Jetzt bist du dran. Wenn die so einzeln rauskommen, ist das kein Problem. Aber das Problem sind immer so mehrere im Gruppenkämpfen. Wenn man da so einen Schlag kriegt, dann irgendwie ein bisschen ausweichen, parieren muss. Ja, ich weiß, dass du noch da bist, Mietz. Ich hab dich nicht vergessen. Oh, komm doch raus, wenn du mich umbringen willst. Also der jetzt auf mich schießt, müsste eigentlich auch schon fast tot sein. Oh, seine Freunde sind auch noch da. Oh, fuck. Ja, Wand, danke. Das war's für dich, Penner. Wände. Für eine Welt ohne Wände. Ich glaube nicht, dass ich im Fernkampf realistische Chancen gegen ihn habe. Huch, wieso kommst du hierher? Bist du blöd? Warum gehst du immer weiter? Hallo? Ich habe das Spiel kaputt gemacht irgendwie. Tja. Eigentlich ist es Bug-Using, wie es aussieht, aber ich habe keine Ahnung, was der Bug jetzt war. Ich habe einfach bloß gespeichert und irgendwie ist er jetzt losgelaufen auf zu irgendjemandem. Aber weil ich nichts kann, nehme ich's. Tut mir leid. Ich mach so einen Degen der Banditen. Jetzt bist du dran. So, da sind noch zwei, ne? Kommt jetzt einer, beide. Hallo? Einer. Nicht so. Auf jeden Fall habe ich jetzt auch genug Sumpfkraut für. Cypher war das, glaube ich, der Sumpfkraut haben wollte. Aber ich muss mich mal wieder heilen. So. Ist, glaube ich, nur noch einer da, ne? Jetzt bist du dran. Da, okay. Dich nicht gesehen, tut mir leid. So. Das war's mit euch. Huch, da ist noch jemand. Aber er hat nicht gegen mich gekämpft, von daher vermute ich mal, dass er nett ist. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ja, ich weiß. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Na gut. Aber ich habe ja jetzt ein paar Lernpunkte gekriegt für die ganzen Aufgaben hier. Deswegen, wenn ich in der Stadt bin, kann ich, glaube ich, mal mit Meister Torben reden. Aber wer bist du eigentlich? Dem Himmel sei Dank. Die Banditen sind erledigt. Du hast mein Leben gerettet. Ja, kein Problem, aber... Wer bist du? Mein Name ist Elfrich, ich komme aus der Stadt. Meister Torben hat mir erzählt, dass du verschwunden bist. Diese miesen Kerle haben mich hierher verschleppt und mich hier gefangen gehalten. Ja, aber du bist nicht der Einzige, weil... In der Stadt werden eine Menge Leute vermisst. Von Vermissten weiß ich nichts. Ich kann dir nur das sagen, was mir widerfahren ist. Und das wäre... Was genau ist dir passiert? Ich war auf dem Weg zu dem Treffpunkt, den ich mit meinem Mädchen ausgemacht hatte. Ihr Name ist Lucia. Wir hatten den Plan, in die Berge zu verschwinden. Weg von der Stadt und allen, die dort leben. Ich war gerade am Treffpunkt angekommen, als plötzlich einige dieser Banditen aus dem Dickicht kamen und uns beide gefangen nahmen. Ich habe mich natürlich gewehrt, aber es half nichts. Es waren einfach zu viele. Du hast sie nicht zufälligerweise gesehen? Nee.
Was wollten die denn? Was wollten die Banditen von euch? Manchmal konnte ich sie nachts belauschen. Ich habe nicht alles verstanden, aber ich glaube, sie wollten uns versklaven. Okay. Weißt du auch, wohin die euch bringen wollten? Wohin wollten sie euch bringen? An einen Ort hier irgendwo auf der Insel Korinnes. Aber ich denke, man kommt nicht ohne Schiff dorthin. Sie haben mich zu einer Anlegestelle an die Küste gebracht. Dort lagerten einige Piraten. Einer der Banditen ging voraus, um mit den Piraten zu verhandeln. Es gab ein heftiges Streitgespräch zwischen ihnen. Ich glaube, dass der Bandit mit mir zusammen von den Piraten übergesetzt werden wollte. Die Piraten sind aber nicht darauf eingegangen. Kurzerhand haben sich die Banditen hierher zurückgezogen und seitdem saßen wir hier herum. Sie schienen ziemlich ratlos zu sein. Und dann bist du gekommen. Tja, jetzt stellen sich zumindest keine Fragen mehr. Aber es gibt Piraten in Korinnes? Piraten in Korinnes? Ich weiß nicht sehr viel über sie. Bei der Anlegestelle habe ich das erste Mal überhaupt einen von ihnen gesehen. Sie halten sich immer im Hintergrund. Jeder von ihnen ist ein gesuchter Verbrecher in Korinnes. Sie haben Angst vor dem Galgen. Deswegen wirst du niemals einen von ihnen in der Stadt antreffen. Naja, ich kenne einen, den ich in der Stadt angetroffen habe. Erzähl mir mal von deiner Frau hier. Erzähl mir von Lucia. Ein Mädchen aus dem Hafenviertel. Sie hat für diesen Fiesling Bromor gearbeitet. Sie ist sehr hübsch. Kannst du dich noch genau erinnern? Wo ist diese Anlegestelle der Piraten? Sie ist nicht weit vom Hafen von Korinnes entfernt. Wenn du auf der Kaimauer stehst und aufs Meer hinausschaust, musst du nur in ein Boot steigen und rechts die Küste entlang fahren. Die erste kleine Bucht, die du dort findest, das ist die Anlegestelle, die ich meine. Okay. Und wo ist diese Lucia jetzt? Ich meine, du wirst mit ihr zusammen gefangen genommen und sie ist jetzt nicht hier, deswegen, wo ist die? Wo ist Lucia jetzt? Auf der großen Feldkreuzung vor Onas Hof haben sich unsere Wege getrennt. Die Banditen haben Lucia in den Wald hinter Sekops Hof verschleppt. Innos möge sie beschützen. Ja, jetzt wo ja alles geklärt ist, da solltest du mal von hier verschwinden und... Du solltest machen, dass du wieder in die Stadt kommst. Was denkst du, was ich mache? Ich gehe direkt zurück zu meinem Meister Torben. Wirst du nach den Banditen suchen? Tja, ich denke schon. Wenn du Lucia finden solltest, bring sie sicher in die Stadt, ja? Ich werde sehen, was ich tun kann. That's my boy. Gut, tschüss. Jetzt geh weg, ich nehme noch das Wagfell mit. Und das Wolfsfell. Und das Wolfsfell. Gut. Und hier ist ein Bett. Oh, kann ich gleich hier schlafen? Praktisch. Auch wenn das Bett irgendwie unter Wasser steht, weil die Decke irgendwie nicht zu ist oder als nicht geschlossen registriert wird vom Spiel, bin ich mir nicht sicher. Eigentlich ist es eine Stoffdecke, aber anscheinend scheint es durch die Stoffdecke durchzuregnen oder durch die Tür oder so. Naja, gut. So, und hier sollte noch eine Stelle, wo Greg seine Sachen versteckt hat, sein. Und hier ist sie auch. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein Amulett. Oh. Interesting. Ich finde das schade, dass ich Greg die ganzen Sachen geben muss, aber... Schutz vor Pfeilen. Ja, obwohl, ich kann ja eh nur zwei Ringe tragen und ich trage ja gerade meinen Stärkering und den Waffenschutzring. Ich denke mal, gegen die meisten Gegner bringt mir der Waffenschutzring mehr, obwohl, naja, drei Schutz ist auch nicht so viel. Aber ich schätze, es ist mehr als nix. Das ist noch so ein Degen der Banditen. Haben die so viele Waffen, dass ihnen ständig irgendwelche Waffen runtergefallen sind, oder warum liegen überall diese Degen rum? Strange. Na gut, ich glaube, wir haben jetzt alle Sachen für Greg, deswegen können wir ja nochmal bei Greg, der ist ja hier eh gerade in der Nähe, vorbeigehen und ihm seine Sachen vorbeibringen. Da freut er sich bestimmt und gibt uns unseren gerechten Anteil an der Beute, wahrscheinlich eher nicht. So, Greg. Hey, du. Ich habe deine Sachen gefunden. Ich habe deine vergrabenen Sachen gefunden.
Dann müsstest du jetzt etwa 100 Goldmünzen, einen goldenen Kelch, eine silberne Schale und ein Amulett bei dir haben, die mir gehören. Her damit! Hier. Hier hast du die Sachen. Ein Säckchen mit 100 Goldmünzen, ein Goldkelch, eine silberne Schale und ein Amulett. Sehr gut. Hast Glück, dass du nicht dumm genug bist, mit den Sachen einfach zu verschwinden. Hier hast du deinen Anteil an der Beute. Jo, Donge. Noch was? Eine Sache noch. Ich bin dir dankbar, dass du mir geholfen hast. Das macht uns aber noch lange nicht zu Freunden, klar? Na gut. Sonst alles in Ordnung? Alles klar? Wie man's nimmt. Die Söldner sind nicht wirklich eine große Hilfe für mich. Ich hatte erwartet, die hätten ja wenigstens ein bisschen Mumm in den Knochen. Aber wenn du mich fragst, sind das alles nur Aufschneider und Großmäuler. Ja, den Eindruck habe ich allerdings auch. Aber erzähl mir mal. Was wolltest du denn von den Söldnern? Das weißt du doch. Ich suche diesen Kerl in der roten Rüstung. Aber die Idioten hier wissen auch nicht, wovon ich rede. Ich lasse es dich wissen, wenn ich was rausfinde. Vielleicht. Na gut, habe ich jetzt noch irgendwelche Sachen eigentlich, die ich hier abgeben muss? Bin mir nicht sicher. Ich könnte da nochmal mit Wolf reden, ob er mittlerweile Arbeit gefunden hat. Weil ansonsten könnte ich mir eigentlich vorstellen, dass er gut oben bei Bengar arbeiten kann. Ich meine, die brauchen ja immer gute Jäger. Wo willst du hin? Na, da rein. Ich wollte mal nachsehen, was es hier so gibt. Tja, hier gibt's jede Menge Ärger für Männer wie dich. Du erzählst mir, du willst mal sehen, was es hier gibt? Tja, du willst zum Hof. Wieso bist du sonst den ganzen Weg hierher gelatscht, ne? Also erzähl mir keinen Mist und lass dich kurz von mir durchsuchen, dann kannst du weiter. Oh, mach mal. Wie du willst. Durchsuch mich ruhig. Na, dann wollen wir mal sehen, was wir da haben. Ah, Gold. Es kann ziemlich gefährlich sein, so viel Gold mit sich rumzutragen. Viele unter den Söldnern sind echte Halsabschneider. Keine ehrlichen Kerle, so wie ich. Ja, ich will nur 50 Goldstücke von dir. Das ist der Wegzoll hier. Du brauchst doch nur einmal zu bezahlen. Ist doch fair, oder? Jetzt habe ich Sentenz auch schon wieder 50 Gold gegeben. Und ich habe jetzt 0 Gold, genau. Das ist ja ein obskurer Zufall. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich genau 50 Goldmünzen dabei hatte. Was willst du schon wieder? Ich will mich hier umsehen, Mann. Ja, viel Spaß. Ich habe so einiges gehört. Sag mir nicht, du hast das. Wolf. Hast du schon eine neue Aufgabe gefunden? Und? Schon eine neue Aufgabe gefunden? Bis jetzt noch nicht. Sag mir Bescheid, wenn du einen Job für mich hast. Hatte das nicht. Hast du denn schon mal in der Stadt versucht? Schon mal in der Stadt versucht, eine Arbeit zu finden? In der Stadt? Ja, keine 1000 Pferde bringen mich dahin. Oder glaubst du etwa, ich würde dort als Milizsoldat arbeiten wollen? Ich stelle mich mir gerade in dieser Hofschranzenuniform vor. Und dann diese Gehorsamswahn. Nee, lass mal. Hier auf dem Hof habe ich zwar gerade nichts zu tun, aber ich kann wenigstens machen, was ich will. Na gut. Ich weiß gar nicht, warum er sich so. Gebe ich eigentlich Rottet sein Schwert mal wieder, weil ich habe den Eindruck, dass ich sein Schwert nicht wirklich brauche, weil mein Schwert hat genauso viel Schaden. Und auch wenn es ein Zweihänder ist, bin ich bei Zweihänder noch nicht gut genug. Und bis ich gut genug bin, habe ich bestimmt irgendwelche besseren Zweihänder gefunden, die ich benutzen kann. Deswegen glaube ich, kann ich Rottet sein Zweihänder mal wieder geben. Obwohl, vielleicht kann er auch noch ein bisschen schmollen. Ja, er kann auch noch ein bisschen schmollen. Keine Sorge. So. Cypher hatte ich noch was. Hey. Hier, Sumpfkraut. Ich hab was. Wegen des Sumpfkrauts. Hier hast du ein paar Stängel. Hier hast du ein paar Stängel. Ach, du bist mein Mann. Meine Stimme gehört dir. Jo, ciao. So, reden wir mal mit Torloff, oder? Ja, ich muss mal eben auf meine Aufgaben gucken, tut mir leid. Aufnahme bei den Söldnern. Ja, die Aufgabe habe ich erfüllt. Dann brauche ich noch einen Schinken, das habe ich auch noch nicht, aufs Maul. Ich soll Bulko aufs Maul hauen, ja, das wird ja interessant. Bodo. Vielleicht sollte ich mal mit Dings nochmal drüber reden. Mit Dings, ich sage gleich, wer Dings ist. Ich weiß gerade selber nicht, wie er heißt.
So viele Aufgaben, ey. Das ist ja krass, krass. Ich meine hier... Da heißt er, glaube ich, genau. Hier der Typ, der hier raucht. Ich würde immer gerne wissen, woher er die ganzen Kippen immer hat. Und ob er nicht was von dem Krautpaket weiß. Ja, ich habe mit Cypher geredet und... Cypher hat mir erzählt, ihm wäre ein Paket Sumpfkraut gestohlen worden. Hast du was damit zu tun? Nein. Wo ist das Paket? Wo ist das Paket? Was weiß ich? Ey, ich prügel es aus dir raus, Junge. Ich prügel es aus dir raus. Entspann dich. Ich bin viel zu dicht, um mich mit dir zu prügeln. Hier, nimm erst mal einen tiefen Zug. Nein, ich klopp dich jetzt, Mietz. Sag mir, wo das Paket ist. Na was? Ich dachte, du bist zu dicht. Naja, ich nehme das Schwert mal lieber an, nicht? Und den Bogen natürlich auch. Und 10 Sumpfkrautstängel hast du. Naja, ne, 20. So, ob mein Freund, jetzt kannst du mal aufstehen und mir erzählen, was da los ist, wo du die ganzen Sumpfkrautstängel hast. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Also, wo ist das Paket? Wo ist das Paket? Okay, okay, okay. Ich hab's an irgendeinen Penner in der Stadt verhökert. Es war am Hafen. Ich weiß nicht mehr, wie er aussah. Du brauchst doch wohl nicht nochmal Schläge. Ehrlich, Mann, ich war total dicht. Hab keine Ahnung mehr, wie der Kerl aussah. Es war am Hafen in der Nähe des Bootsbauers. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Na gut. Machst du noch was anderes außer zu rauchen? Machst du noch was anderes außer zu rauchen? Zurzeit nicht. Okay. Ich schätze, Cypher fänd's cool, wenn wir ihm das Sumpfkrautpaket zurückbringen. Aber wie wir weitermachen und weiter Ansehen gewinnen und die Stadt vielleicht mal wieder zurückkehren, das sehen wir dann, glaube ich, in der nächsten Folge. Ich sag da mal, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.